Herzlich willkommen zurück zum Spiel Escape from Myst What Mansion. Okay, da können wir nicht durch. Da könnt ihr euch das Ganze dann tatsächlich am Stück anschauen. Escape the Wintergarden Level. Ja, cool. Und da unten sehe ich schon wieder ganz viele Bücher. Schlimm. Okay, so viele sind es jetzt nicht. Was ist denn das hier für ein... Das ist doch schon wieder dieses, wo das aussieht wie ein Huhn hier. Die haben es aber auch mit diesen Bildern, oder? Oder sie hatten keinen Ideenreichtum mehr. Das kann natürlich auch sein. Oh mein Gott, das allsehende Auge. Wir haben ein D. D mit drei Blumen. Ich schreibe mal auf. D3. Dann haben wir hier. Ja, so, okay. Scheint drei Blumen, schreibe ich mal da wirklich rein. Dann ein A. Das zeichne ich am besten ab. Das könnte auch eine 2. Ach so, es könnte auch eine 2 sein. Ja. Vielleicht. Da scheint nichts mehr hinter zu sein. Hier ist aber noch eins. Ein O mit einer Bärenfalle. Okay. O, Bärenfalle. Also ich bin ganz ehrlich, ich könnte jetzt auch hin und her laufen, mir das alles angucken, aber ich schreibe mir das lieber auf. Wir haben noch einen Hammer, den wir wahrscheinlich nicht anschauen müssen. Da scheinen Kerzen drauf zu kommen. Oh mein Gott. Ach, die kann ich mitnehmen? Okay. Die Frage ist, wohin? Da kann man auch noch mal hoch. Oh, da sind anscheinend Kerzen drin oder zumindest eine. Na? Muss mal überall gucken, ob ich jetzt hier irgendwas sehe. Ich denke aber mal, das ist wahrscheinlich Lüftungsschacht. Na, ich weiß nicht genau, wofür es jetzt ist. Okay, dann haben wir noch ein N mit einem Haus drauf. N Haus. So. Falsche Taste. Leg dich ab, leg dich ab. Was ist das? Little Red Riding Hood. Oh. Oh, oh. Once upon a time, there was a little girl named Little Red Riding. Ja, das heißt dann Hood. Who lives in a small house. Hut, Haus. Muss man sich das aufschreiben? Ich weiß es ja nicht. Hut, Haus. At the edge of a west. Ja, das weiß ich nicht. One day her mother asked her to take a basket of food, denke ich mir mal, wird das sein. Ich weiß nicht, ob sie irgendwie spezielles Essen dabei hatte. To her sick grandmother who lives in a. Ja, Haus müsste das dann auch sein. Deep in the wood. A little red rising hood walked through the forest. She decided to pick some flowers. Kann das sein? Hat die Blumen gepflückt? Ich bin mir nicht sicher. A cunning wolf who had been watching her from afar approached Little Red Riding Hood. The wolf, müsste das dann sein, asked where he was going, to which he replied that he was visiting her grandmother. The wolf, pretending to be kind, asked Little Red Riding Hood to take the longer way, müsste das dann sein. The longer way. So that he could reach
her grandmother's house before her and said a. Ja, and said a was? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Man kann es auf jeden Fall mitnehmen. Ich lasse es jetzt erstmal eben hier liegen. Moment, hier ist eine Kerze mit Nummer 5. Nee, das ist die 4. Entschuldigung. Nummer 5? Ist das dann die 5? Ich habe keine Ahnung. Also es ist auch irgendwie, die 3 ist höher als die 5. Und ich stelle die jetzt erstmal hier hin, damit die jetzt nicht wegkommt. Dann haben wir hier nochmal einen Code. Und nochmal einen Code. Wie viele Codes wollt ihr mir noch geben? Time waits for no one. Ich habe hier auch ja, 3 Blumen hatte ich drauf, aber ich glaube nicht, dass das irgendwas mit einem Code zu tun hat. Moment, da ist die Nummer 7. Und was bist du? Du bist die Nummer 1. Du bist die Nummer 1. Die 7 steht hier aber auch. Die 7 kann ja auch gar nicht drinstehen, weil das sind nur 6 Teile. Ah, okay. Dann haben wir ein S mit einem. Ach, Brot! Food oder. Was heißt Brot nochmal auf Englisch? Bread, ne? Oder? Moment, ich schreibe das mal eben auf. S, Brot. So. Das muss ja irgendwas mit dem Buchstaben hier zu tun haben. Aha. Dann haben wir ein I mit 3 Bäumen. Das könnte natürlich jetzt der Wald sein. Ein I, 3 Bäume. Ich nehme mal an. Obwohl, warum dann die Bärenfalle? Eigentlich habe ich jetzt gedacht, dass man. So. Dass man. Schmeiß weg. Dass man die hinstellen muss. Und anscheinend muss man die hier hinstellen. Wir haben noch ein E mit. Ich habe keine Ahnung, was das sein. Ach, Hut, oder? Das Käppchen. Schreibe ich mal auf. E ist Hut. Also Kapuze heißt das, ne? Ja, Rotkäppchen heißt es übersetzt, aber ich glaube, wörtlich übersetzt heißt es rote Kapuze oder so. Moment, dann haben wir. Wir hatten ja ein Haus. Das war das N. Was ich nie wiederfinden werde, weil jetzt alle hier kreuz und quer liegen werden. So, Moment. Das war das Haus. Dann weiß ich nicht genau, was danach ist, aber danach müsste dann das Brot kommen. Ich habe jetzt Essen natürlich aufgeschrieben. Dann haben wir aber wieder ein Haus. Hier haben wir 2 Häuser. Moment, was steht da nochmal drauf? Lived in a house deep in the woods. Aber die wohnte nur in einem Haus, soweit ich mich erinnern kann. Das heißt, ich würde dann die 2 Häuser theoretisch als erstes machen. Ich bin mir, also hier oben hin, ich bin mir jetzt nicht sicher, ehrlich gesagt. Dann haben wir das Brot, das Essen, das Haus. Dann die Blumen, die hatte ich am Anfang gesehen. Da. Flowers. Dann der Wolf. Den habe ich noch gar nicht gesehen. Aber was ist da mit den Woods?
Weil das sind. Moment. Wald. The pick up some flowers. The wolf ask to take the longer way. Bevorher. Ein set a trap wird das wahrscheinlich sein. Das letzte wird wahrscheinlich die Falle sein. Wäre dann in dem Fall die Bärenfalle. Aber was ist mit dem Weg? Das ist wahrscheinlich der Weg, oder? Das heißt, der Weg kommt hier hin. Mir fehlt aber noch der Wolf. Und das dritte. Moment, das dritte. At the edge of a fast. Ach so, dann ist das wahrscheinlich. Das, aber wo ist der Wolf? Muss ich dafür hochsteigen? Da oben scheint ja auch noch irgendwas drin zu sein. Ja. Ich denke mal, da brauchen wir Werkzeug für. Aber wahrscheinlich nicht das Werkzeug. Okay, schade. Aber ich sehe da doch was drin. Ach, ich kann auch hüpfen. Ach, das ist mir gerade das erste Mal aufgefallen. Okay. Okay, das ist verschlossen. Die waren auch so ein bisschen. Waren die andersfarbig, die Bücher? Nee, die sind eigentlich nur im Leuchten gewesen, wenn ich die anvisiert habe. Ne? Das ist natürlich doof. Es kann sein, aber ich habe nicht genug Kerzen. Kommen da noch. Nee, vier Kerzen? Drei Kerzen? Vier Kerzen raus hier. Aber da brauche ich Codes für. Woher kriege ich die Codes? Ehis. Das ist auch kein Wort. Oh mein Gott. Ich habe auch hier vorne jetzt keine Bücher mehr liegen gehabt, ne? Nicht, dass ich da jetzt noch irgendwo eins übersehen habe. Also, das mit der Geschichte ist klar. Ich denke mal, dass irgendwo noch ein Buch- und Bücherregal sein könnte. Ach, Moment, die habe ich noch nicht weggemacht. Da ist aber auch nichts drunter, okay. Vielleicht muss man das hier abbekommen. Ich verstehe ehrlich gesagt auch noch nicht so ganz genau, was das jetzt eigentlich mit diesen Dingern hier auf sich hat. 4, 2... Ach so, Moment! 4, 2, 3... Das ist eine 1 hier hinter, ne? 4, 2, 3, 1. Kann man das vielleicht? 4, 2, 3, 1. 4, 2, 3, 1. Okay, schade. Hätte ja sein können. Aber ich schreibe mir den Code mal eben auf. 4, 2, 3, 1. Keine Ahnung, ob der uns jetzt irgendwo weiterhilft. Wie komme ich jetzt raus? Hier hatten wir noch was. 4, 2, 3, 1. Auch nicht. Ach, da war ja auch noch was zu lesen, ne? Dear Subject 83. Please put my books back in the order. Ja, okay, das hätte ich vorher lesen können. As the last subject left them, scattered all over the place. Also, don't be afraid to venture outside the library. You never know what you will find off the shelves.
Das heißt Venture. Das liegt wieder an einem Wort, das ich jetzt wieder nicht weiß, was das für ein Hinweis ist. Wetten? Nee, ich will mal draufdrücken. Kann ich das da wieder? Das sind 5 Buchstaben. Kommen wir wahrscheinlich hiermit auch nicht weiter, oder? Hm. Das hier nervt mich halt. Das muss doch irgendwie abgehen. Oder das geht tatsächlich erst ab, wenn ich das irgendwo... Ich kann es auch gar nicht hier vorstellen gerade. So. Damit wäre ich etwas näher, aber geht nicht. Ich sehe auch nicht genau, was da drin ist, aber ich sehe halt, dass da irgendwas drin ist. Da flackert irgendwas oder da liegt halt was drin. Oder meint er vielleicht, dass ich außerhalb irgendwas angucken soll? Aber das kann man gar nicht so richtig. Also da wäre eine Uhr. Da hinten ist was Leuchtendes. Kann man da hinten noch was sehen? Ja, aber normalerweise beschränkt sich das doch immer auf den Raum, wo man drin ist. Tiak. MJE N. Ist hier noch irgendwie? Nee, so rum. Little Rising Hood. Ja. Nee. Ach so, ja, platzieren. Also, mir fehlt noch ein Buch, mir fehlen noch die Kerzen. Na ja, gut, vielleicht käme ich zu den Kerzen, wenn ich da hinten weiterkommen würde. Ich kann das Ding. Na gut, den Hammer hätte ich noch. Der Hammer sieht so aus, als ob man da was mit rausziehen kann. Aber da oben, gut, das sind Schrauben, da kann man natürlich nichts mit rausziehen. Das wird wohl aufleuchten hier, nehme ich an. Kann man da irgendwas mit kaputt schlagen oder so vielleicht? Nein! Wollt ihr mich jetzt veräppeln? Okay, haben wir hier noch irgendwas zum kaputt? Ich habe die Vase gar nicht gesehen. Haben wir hier noch irgendwas zum kaputt schlagen? Ich weiß ja nicht. Ich meine, wir machen mal einfach alles kaputt hier im Laden. Das ist ja kein Problem. Okay, also die Sachen können wir kaputt machen. Aber da ist nichts drin, glaube ich. Ne? Da kann man nichts anklicken. Aber hier war doch gerade was drin. Eine Sonne. Wo habe ich die Sonne denn schon mal gesehen? Moment, das war. Das waren die Kerzen. Ich habe doch eben. Ah, hier. Ah! Es geht weiter. Oh mein Gott, Moment. 4, 2, 6, 5, 3, 1. Ist das jetzt ein Code oder ist... Aber das wäre ziemlich viel, oder? Moment. Ich schreibe das mal auf, wie es da drin ist. 4, 2, 6, 5, 3. Und dann ist hier was frei, da was frei und die 1. So. Das ist wahrscheinlich das Tor, wo wir durch müssen, nehme ich mal an. Wieso kann ich hier auch noch was eingeben? Ich kann ja aber nur Buchstaben. Ja, ich kann nur Buchstaben eingeben. Ich kann ja keine Zahlen eingeben. Okay. Ach, dann wird das geöffnet. Okay. Das sind jeweils 4.
Eins, zwei, drei, vier. Es könnten die Bücherregale sein. Nee, es sind, ja doch, es sind vier. Hier ist nichts drin. Wenn man jetzt von hier aus gucken würde. Hier wären drei. Aber was bringt mir jetzt die Erkenntnis mit drei? Die meisten Sachen, die wir haben, sind vierstellig. Das ist vierstellig. Hier war doch. Nee, das waren Buchstaben, ne? Okay. Also das eine ist vierstellig. Muss man hier jetzt wieder über fünf Ecken denken oder was ist das? Wir haben die Bücherregale. Ich versuche das jetzt gerade irgendwie, weil da hinten ist das Tor. Das war unten eingezeichnet. Es kann natürlich sein, dass es von hier aus. Moment, ich gucke mir das nochmal an. Von hier aus. Nee, von hier aus gesehen ist das, ne? Dann wäre die 1 hier. Ach, Moment. Dann wäre die 1 hier. Das heißt, das wäre dann ein E. Die 2 wäre hier. Das wäre dann ein N. Die 3 wäre hier ein I. Die 4 wäre dann hier. Das ist ein G. Die 5 wäre hier. Das ist ein M. Und die 6 wäre dann hier. Enigma. Okay. Oh, da muss man erstmal drauf kommen. Ist das ein hierfür oder? Enig. Nee, hierfür kann es nicht sein. Nee, Moment. Dann muss das hier sein, oder? So, E. Ma. Ha! Was haben wir da? Nein, nicht nochmal ein Code. Secret Code to open the gate of the journals. Ist 10 Anagramm. Oh mein Gott, wollt ihr mich jetzt hier verarschen? Was soll das denn jetzt heißen? 10 Anagramm left in reverse. But the false key to decode cipher is opposite the paradox. Also der Text wird wahrscheinlich nicht so interessant sein, nehme ich mal an. Not upside down and does the door to set north as palindrome of night gate end. Also wir haben 10, 15, 20, 30. 10, 15, 20, 30. 15 und 30 sind unten drin. Ist das jetzt ein Code? 15 und 30? Oh Gott. Jetzt bin ich hier aber gerade. Hier ist doch jetzt alles durch, oder? Das kann ich doch. Nein. Oh. Nee, mit der Dingstaste muss ich erstmal mit der Maustaste. So, dann komme ich hier wenigstens besser raus. So, die Frage ist jetzt, was habe ich gesagt? 15 und 30 sind unten drin. Ich habe absolut keine Ahnung. 15 und 30. Kann man das mal kurz ablegen, damit der hier reingeht? Also ich mache mal 30, 15, weil die 3 gerade schon da drin war. 30, 15 ist es nicht. Und 15, 30 ist es auch nicht. Oder es hat was mit 10, 22 zu tun.
Wobei ich immer noch das Problem habe natürlich, dass ich das Buch immer noch nicht habe. Ich dachte jetzt eigentlich, dass das Buch da eventuell drin wäre. Die sind genau in der Reihenfolge. Anagramm, das Cipher, The Secret Code. Oder ist das alles nur verwirrend und es geht vielleicht doch um den Text? Weil es geht ja Secret Code to Open Gate. Es geht ja um dieses Tor. Und dieses Tor hat fünf Buchstaben. Ihr wollt mich verarschen, dass da das letzte Buch drin ist, ne? Kann man das? Das kann ich so durchziehen. Äfft euch doch alle. Ist jetzt hier irgendwas passiert? Ich habe nichts gehört. Ja. Irgendwas hat jetzt funktioniert sozusagen, aber. Oder habe ich damit oben vielleicht irgendwie Strom ausgelöst oder so? Ich habe keine Ahnung. Muss ich hier irgendwie draufdrücken? Nee. Moment, ist das ein Code eventuell? Ich traue denen ja alles zu. Moment, ich brauche erstmal wieder einen Zettel. Ich habe mittlerweile so viele Zettel hier drin rumfliegen. Von den ganzen Rätseln. So, das waren jetzt die. Enigma hatte ich eingegeben. Genau, das brauche ich also alles gar nicht mehr. Dann machen wir mal. Das ist ein Kreis. Dreieck nach oben, Dreieck nach unten. Dann da drüber, Dreieck nach links, Viereck und Dreieck nach rechts. Ich habe nur absolut keine Ahnung, was das bedeutet. Nur mal so am Rande. Wobei ich immer noch finde, dass da oben wahrscheinlich irgendwas passiert, aber. Also, dass ich da noch was rausholen muss. Aber das hier, das bereitet mir jetzt echt Kopfschmerzen. Oder hat das vielleicht was damit zu tun, was ich mir jetzt gerade hier gemacht habe? Es kann natürlich. Aber wenn ja, was hat das damit zu tun? Hoch, runter, Kreis. Links, Mitte, rechts. Und dann dieser ellenlange Code unten drunter. Das passt aber alles nicht zusammen. Ist auch nichts, was jetzt. Ist halt oben, unten, links, rechts, ne? Sonst hat sich hier gar nichts verändert. Auch das mit den. Ach so, hier hätte ich den Code eben auch nochmal probieren können. Den habe ich mir jetzt natürlich eben nicht aufgeschrieben. Also, ich hatte mir gesagt, die 15 und die 30, das sind die, die unten drin sind. Und die 10 und die 20 sind nicht unten drin. Das heißt, wir könnten jetzt hier theoretisch, ach so, jetzt muss ich das wieder ablegen, ne? Theoretisch 15, 30 machen. Was falsch ist. Oder 30, 15. Was natürlich auch falsch ist. Oder 10, 20.
Ich werde das heute nicht mehr rauskriegen, glaube ich. Oder 2010. Die Kameras machen mich bekloppt. Das ist es. Ansonsten hätte ich das schon lange gelöst. Ich weiß auch nicht genau, was das jetzt hier mit den Kerzen auf sich hat. Eins, fünf und sieben. Die eins habe ich jetzt auf die eins gemacht, aber ist das auch richtig? Das ist auch nichts. Das Auge hat jetzt auch nichts damit zu tun da, ne? Es muss doch irgendwas mit diesen Lämpchen zu tun haben. Kreis hoch runter. Links, Karo, rechts. Ich habe keine Ahnung. Das haben wir ja auch immer noch nicht, ne? Können wir das? Moment. Das können wir nicht auch zufälligerweise. Nee. Okay, schade. Können wir die einschlagen oder so? Auch nicht. Na gut, legen wir das erstmal hier hin. Irgendwas muss das doch als Bewandtnis haben, aber ich komme einfach nicht drauf, was es ist. Wo habe ich denn jetzt den Zettel wieder hingelegt? Kann man das irgendwie damit? Anagramm 10. 10, 30. Ach so, nee. Also 30 könnte so heißen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Das sind aber sieben Buchstaben. Das ist beides the. The door to set north is palindrome of night gate end. The opposite to paradox not down at dusk. Anagramm ist ja eigentlich was, was man ändert. Left in reverse. But the false key to decode is opposite of paradox. Night Gate End. Heißt das so viel wie nach dem Tod oder was? Oder der Tod? Ich weiß es nicht. Ist jetzt nur gesponnen. Da müsste er theoretisch. Ich kann die Ziffern unten halt nicht. Nicht. 1, 2, 3, das sind 9 Bücher. 9 vielleicht ein O? Kann aber auch nicht sein, oder? 2 ein H? Aber das müsste ja ganze Wörter sein. Also gehen wir mal von Tod aus vielleicht? Oder von
Nach dem Leben, keine Ahnung. Was aber dann wieder ein bisschen, ja, im Twist steht mit Opposite of Paradox. Not upside down and dusk. Also, nein. Mann, wie kriege ich das weg? So. Ja, dann tot oder was? Ich habe keine Ahnung. Ich schreibe es jetzt einfach mal da rein. Ich bin mittlerweile so verzweifelt. Okay, das ist es nicht. Nee, Dev. Ach Quatsch. Och, schreiben kann ich auch nicht mehr. Wobei. Alive? Ja, aber das wird es auch nicht sein, ne? Ich habe halt keine Ahnung, worauf sich das irgendwie beziehen könnte. Weil wir müssen doch okay. Also ich habe schon sowas überlegt, Anagramm. Ich habe es richtig überlegt, aber ich habe nicht verstanden, warum es jetzt so ist, ehrlich gesagt. Und wenn wir mal ehrlich sind, ich habe es auch nicht gedacht, dass es richtig ist. Das schmeißen wir nochmal so. Aber ich meine, scheiß drauf, Hauptsache ich bin durch. Wo die Logik ist, ist mir jetzt egal. Was ist das denn? Okay, die Frage ist. Welches von denen muss ich nehmen und wo muss ich das hinlegen? Also es ist eine Schablone, die wahrscheinlich spezielle Codewörter hier raussuchen soll. Die Frage ist aber, wo lege ich das an? Kann ich das? Ja, ich kann das so ein bisschen drehen. Muss ja dann irgendwie irgendeinen Sinn haben, den ich jetzt gerade noch nicht so sehen kann. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und ich hatte mich gefreut, dass ich hier in den nächsten Abschnitt reingekommen bin. Oh mein Gott. Brauche ich dafür vielleicht wieder den Hammer? Moment, ich hole mal kurz den Hammer. Bevor, also ist jetzt so gerade mein spontaner Gedanke, weil irgendwie alles, was so. Aber ich habe die Sache mit den Kerzen dann immer noch nicht gemacht. Oder brauche ich dann irgendwas hier aus dem Raum, um das mit der Kerze zu machen? Ja, aber da ändert sich ja nichts dran, wenn ich das Teil drehe, oder? Da kann ich nichts machen. Da ist drücken. Da kann ich anscheinend nichts kaputt schlagen. Da auch nicht. Oh, warum kann ich das hier nicht mit dem Ding abmachen? Moment. Nee, die Brechstange haben wir im letzten Rätsel gelassen. Da kommen wir nicht mehr zurück, oder? Ah, okay. Hier scheint eine Geheimtür hinter zu sein. Eine Blumenvase. Nein, ich kann sie nicht kaputt machen. Open geht auch nicht. Achso, da ist ein Schlüssel. Gibt es da einen Trick, das lesen zu können? Das sind Buchstaben, oder? Oder ist da ist irgendwas ist hier drin? Eine 8 oder ein B? ESB? Irgendwie sowas? Keine Ahnung. Oh mein Gott. Open. Okay. Hier kann man anscheinend auch nichts kaputt machen. Na gut, ich muss mir das jetzt nur merken, dass ich das jetzt hier geholt habe.
kann man nichts mitmachen. Na, stell dich doch mal daneben. Mann. So. Ich muss halt jetzt alles durchgucken. Ich habe nämlich keine Ahnung, womit ich jetzt beginnen soll, wenn ich jetzt ehrlich bin. Moment, oder kann ich... Gehst du da rauf? Alter. Achso, das kann man gar nicht. Na gut. Interact. Ah, okay. Das kann man rausziehen. Das ist leer. Das ist ein Geheimnis, oder? Ich muss irgendeine Box nach oben schicken, nehme ich mal an. Boah, ich weiß jetzt echt nicht, wo ich hier anfangen soll. Wir brauchen Schlüssel. Hier haben wir wieder... Enigma würde passen. Ich gebe das jetzt mal spaßeshalber ein, aber das wird hier nicht rein. Nick. Das wird nicht die Lösung sein, hundertprozentig nicht. Enigma. Bumm. Okay. Ja, was sind das jetzt hier für komische Zeichen? Kann ich den Schemel kann ich ja mit nach hier nehmen? Achso, ich wollte eigentlich gucken, ob ich die Brechstange eventuell holen kann. Weil, wie will ich das sonst hier wegkriegen? Aber die Tür ist hinter mir wahrscheinlich wieder verschlossen, oder? Ja, natürlich. Hm. Wie soll ich das sonst rausbrechen, wenn ich das nicht mit dem Werkzeug machen kann? Ich denke mal... Golden Hammer. Steht jetzt auch nichts drin. Eins, zwei, drei, vier, fünf. 6, 7, 8, 9, 10. Zehn ist aber für einen Code, also für einen Dingscode, auch zu viel. Und ich kann wirklich nicht mit dem Ding da oben das abmachen. Da war ich doch eben mit drüben, ne? Eigentlich ist das totaler Blödsinn. Man kann das da drunter ansetzen und dann raushebeln. Deswegen... Also hinten, das ist was Eigenes. Dann die Uhrzeit 2 Uhr, weiß ich jetzt nicht, ob uns das irgendwie weiterhilft. Hier brauchen wir einen Code für. Die können wir auch nicht benutzen. Können wir irgendwie gar nichts von benutzen. Nicht mal das Buch können wir hier rausholen. Okay, das könnten wir jetzt theoretisch benutzen. Aber bringt uns das was? Die sehen halt alle gleich aus. Ja, toll. Jetzt haben wir es rausgeholt. Jetzt kriegen wir es nicht mehr rein. Ja, super. Ah. Die
Können wir theoretisch alle rausholen? Machen wir das wieder? Ah, ja, wir machen das wieder. Okay. Es hat mich nämlich ans Büro erinnert. I open at. Oh Gott, das muss ich mir mal eben abzeichnen hier. Also. Das. Doppelpunkt. Dreieck. Das habe ich jetzt ein bisschen zu gerade gezeichnet, aber egal. Ach, Moment. I open at. Das ist eine Uhrzeit, oder? Ist das eine Uhrzeit oder sind das hier die Symbole? Also, wenn ich das richtig verstehe, schwingt das hier auf, wenn wir die richtige Uhrzeit einstellen können, was uns aber wieder nicht weiterbringt, weil wir die Uhrzeit ja nicht einstellen können. Wo kriegen wir den Schlüssel her? Moment, was? Wieso kann ich das? Tilt to reveal. Tilt to reveal. Was will uns das Spiel jetzt damit sagen? Das ist jetzt die große Frage. Tilt to reveal. Wo drauf bezogen? Ach so, ja klar. Ich weiß, worauf das. Ach so. Moment. Das hat irgendwas damit zu tun, welche Bücher hier gezogen werden sollen. Aber ich bin jetzt ganz ehrlich, ich kann jetzt da so nicht sehen. Hier würde ich noch sagen, Eve. Das ist so komisch irgendwie. Kann man das irgendwie aus einer anderen Perspektive angucken oder so? Nee, ne? Nein. The key lies beneath. Ich kann es gar nicht richtig lesen. The key lies beneath the Eve, oder was? Kann das sein? Oh, das, ich werde so bekloppt, wenn ich da die ganze Zeit so drauf gucke. Das hat mich nämlich so an den Kunstunterricht erinnert, aber the key lies beneath the Eve. Also würde ich jetzt daraus lesen. Aber beneath the Eve, was soll denn das heißen? Nee, ne? Ich habe gerade noch gedacht, oder ob das Ei heißt, als ich hier entlang gelaufen bin. Dann habe ich hier unten das Ding gesehen. Oh, ist das euer Ernst? Und deswegen mache ich hier gefühlt eine Stunde rum.
Ja, aber welche Uhrzeit muss ich jetzt einstellen? Es sind drei verschiedene. Haben wir denn hier irgendeinen Hinweis darauf, was das für Zeichen sind? Wahrscheinlich ist der Hinweis jetzt genau hier oder so, ne? Da kann man jetzt auch nicht wirklich was mit anfangen. Andere Perspektive. Hier glaube ich jetzt nicht, dass das irgendwas mit zu tun hat. Kann ich eigentlich irgendwas drucken? Is your to. Welche Uhrzeit? Welche Uhrzeit? Hatten wir unten irgendeine Uhrzeit, die wir eventuell nutzen könnten? Kann man auch nichts drin sehen, ne? Das sind römische Ziffern. Also Fakt ist, es kann nur eine Zahl von 1 bis 9 sein, die davor steht. Aber ich kann jetzt natürlich nicht alle Kombinationen ausprobieren. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 6:35 Uhr vielleicht? Wenn man von den Kanten ausgeht. 6:35 Uhr. Nee, oder? Oh mein Gott. Komme ich jetzt hier raus? Oh mein Gott, es geht weiter. Ah, Near Escape. Hier ist aber so nichts außer den zwei Sachen, denke ich mal, oder? Moment, dann haben wir schon mal was für da hinten. Oh, ich finde das so faszinierend, wie das alles. Also ist near? Oder escape ist near vielleicht? Ich weiß es nicht. Wir werden wahrscheinlich da als letztes durch müssen, nehme ich mal an. Und hier überall müssen wir dann irgendwelche Sachen zusammensammeln, die da reingehören. Your escape is to. Ist near. Das sind immer zwei. Ich weiß halt nicht. Also langsam wird es echt knifflig hier, ne? Ich weiß halt nicht, was das hier zu bedeuten hat, beziehungsweise wo ich die. Also es muss ja irgendwas mit dem Buch zu tun haben unten. Das Problem ist nur, ich habe keine Vorlage, wo ich in dem Buch suchen sollte. Ist auch nichts irgendwie. Versteckt in der Diele oder so. Oder hier vielleicht nochmal irgendein. Oder brauche ich da den Hammer vielleicht wieder für? Nee, das war jetzt ablegen. Ich wollte gerade sagen, hier ist nichts. Nee, oder? Ihr wollt mich doch verarschen. Moment, da gucke ich hier unten aber auch nochmal. Da ist nichts. Da habe ich das gerade gemacht. Ha! Da ist auch noch was. Your other left. Hä? Hier oben? Kann ich hier oben auch nochmal? Nee.
wenn man einmal im Gefühl hat, dass das irgendwie mit Nama zu tun. Ach du Scheiße. Oh, ihr wollt mich doch verarschen. Was ist das denn schon wieder? Oder sind das die Buchstaben hier oben? Moment. A, B, C. Das ist aber nur das Alphabet. Unten rechts. Hä? Moment, A. Ja, da geht's ja schon los. Wir haben gar kein B. Was könnte das denn sonst sein? Moment, die Sachen hatte ich jetzt alle. STU? Was soll denn das heißen? Moment. Ach so, das war Place. Ich wollte gerade sagen, jetzt auf einmal funktioniert das oder was? Hier ist nochmal ein Zahlencode. Mit Zahlen kann ich aktuell nicht dienen. Was stand bei dem anderen? Da stand nur... Your other left. Das heißt was? Hat das irgendwas hiermit zu tun? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich denke, das muss tatsächlich irgendwas hiermit zu tun haben, aber... Es sind halt nicht drei Buchstaben. Also jetzt mal unabhängig davon, welche Buchstaben das jetzt tatsächlich sind. Und es sind auch mehr als drei Reihen. Boah, das verstehe ich jetzt gerade überhaupt nicht. A, B, C, D, E, F, G. Wir haben den Bereich hier ja auch noch nicht. Wir haben das ja mit der Kerze noch nicht gemacht. Und wir haben... Ja gut, ich weiß nicht, ob das jetzt hier tatsächlich ein Rätsel ist. Time waits for no one. Das haben wir auch noch nicht gelöst. Eins, zwei, drei. Das sind jeweils drei Löcher quasi, die da drauf sind. Kann ich auch nichts mit anfangen. Also ich gehe mal stark davon aus, dass da hinten noch mindestens eine Kerze drin ist. Vier, zwei, drei. Das geht mir ja gerade auf die Nerven. Kann man das ja irgendwo mal hinlegen, so. 4, 2, 3, 1 war das, ne? Ne, ich habe keine Ahnung.
Ich weiß auch nicht, was das hier sein soll. Das sieht mir. Das sieht mir nach Urzeiten aus. Moment. Ja, natürlich. Moment, ich muss mir das aufschreiben. Das wären dann 3 Uhr, 6 Uhr. Ja, 8 nehme ich mal an. 8 Uhr. Und 9 Uhr. Da ich oben die Uhr nicht mehr einstellen kann, gehe ich mal von aus, könnte ich mal ausprobieren, nehme ich an, dass das ein Code ist. 3689. Moment, hier war doch noch. Was ist das hier? 36, 89. Oh mein Gott, das ist nicht euer Ernst. Och Mann. Moment, da müssen wir das erstmal wieder hinstellen. Ich hab doch gesagt, da leuchtet irgendwas. Jetzt bitte funktionier. Ja, perfekt. Oh mein Gott. Ach, da sind die Kerzen. Ihr wollt mich jetzt veräppeln, oder? Moment, 4. 4. Wenn das jetzt überhaupt das sein soll, ne, was draufsteht, das weiß ich ja nicht. 4, 3. Wieso ist das Kleinste eigentlich? Ich glaube, irgendwie müssen wir das anders kombinieren. Ich bin mir nicht sicher. Das wäre die 6. Wir haben keine 2. Keine Ahnung. Also die beiden, wenn wir die jetzt da reinstecken würden, wo die Nummern sind, dann sind die definitiv zu klein. Wobei das sogar die Anzahl wäre, ne? Die Frage ist jetzt, was muss ich jetzt machen? Muss ich das jetzt von der Größe her anpassen? Dass das vielleicht genau gleich ist? Das ist wieder da drunter. Oder muss man jetzt in den niedrigsten die größte Kerze reinstecken? Das könnte natürlich auch noch sein. Ich weiß es nicht. Man hat doch keine Vorlage, ne? Das ist halt das Problem. Also die 3 und die 6, die würden so passen. Wir können, ja gut, ich könnte eventuell die austauschen. Das würde auch nicht passen. Aber dann wären die halt genau in der Reihenfolge, also in der Höhe. Ich finde, das ist perfekt. Warum findet das Spiel nicht, dass das perfekt ist? Ich verstehe es nicht. Muss ich die vielleicht irgendwie noch anzünden oder so? Das glaube ich nicht. Ist, Moment, ist das, oder ist das ein sechsstelliger Code? Haben wir hier einen sechsstelligen Code? Nee, einen vierstelligen. Da war ja nichts mehr drin, ne? Das waren auch Buchstaben. Weil das hätte jetzt natürlich noch sein können. Die Frage ist, oder soll, Moment, 4, 2, 3, 1. Weil die anderen haben keine Ziffer drauf. Moment, Moment. Also, es könnte sein, 4, 2, 3, 1. Ich denke allerdings,
dass man das wieder. Eins, zwei. Dass, wenn man das umstellt, unter der 1 steht die 6, unter der 2 steht die 4, unter der 3 steht die 5 und unter der 4, wenn ich das richtig sehe, steht die 1. Also 6, 4, 5, 1. Das ist jetzt garantiert falsch, oder? Wenn ich mir das mal schon überlege. Moment, dann probieren wir das jetzt mal. Da muss ich hin. Da stehen ja Kerzen drin. Also 6, 4, 5, 1. Nein, hat sich da gerade was getan? Oh mein Gott. Da stehen ganz viele Kerzen, die ich aber, glaube ich, jetzt nicht nehmen muss, so wie es aussieht. Mit einem... Oh mein Gott. Also, das sind die Symbole von hier. Das ist mir schon klar. Aber welche muss ich dann finden? Das ist jetzt die große Frage. Links, rechts. Eihi. ja. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Denn oben Kreis, das könnten dann S-E-T-S. Sets. Sets? Oh mein Gott, ich habe absolut keine Ahnung. Kann natürlich auch irgendwas anderes. Also müssen das immer genau die obersten Buchstaben sein? Das ist jetzt die Frage. Oder muss das... Nee, runter kann das ja auch nicht bedeuten. Warte mal. Ich habe keine Ahnung. Aber ich schätze, das wäre jetzt das Rätsel gewesen, um die Tür zu öffnen. Ich habe allerdings keine Ahnung, was das jetzt mit 30 und rechts und so weiter. Also das wäre jetzt wahrscheinlich der entscheidende Hinweis gewesen. Aber warum, wieso, weshalb, weiß ich leider nicht. Moment, mir fällt aber gerade noch was anderes ein. Wir haben doch den bekommen. Da war doch oben auch noch irgendetwas. War das hier? Nee, das war ein Brett. Doch. Ja, dann kommen wir hier wenigstens auch weiter. Ist trotzdem gut, dass ich unten nochmal geguckt habe. Auch wenn ich keine Ahnung habe, was das jetzt wieder bedeutet. Bitte was? Also eine 4 und eine 6 könnte ich jetzt noch hier raus. Das hat aber nichts mit dem Code zu tun, mit 6451, den wir jetzt gerade unten hatten, oder? Na gut, die 5 würde ich ja auch nicht raussehen. Die 1, die wäre auch nicht so wirklich da drin. Oh mein Gott. Eine vierstellige Zahl. Die hat jetzt aber nichts mit den Codes von unten zu tun, nehme ich mal an, ne? Ich würde auch nur eine... Also, wenn es wirklich darum gehen würde, dann würde ich nur hier die 4 sehen. Die 6 sehen.
Und das hier, das stört mich halt irgendwie. Moment, Inspect. Ach so, das ist wegen dem. Ich wollte gerade schon sagen. Da sehe ich halt sonst auch keine Zahl mehr raus. Und ich nehme an, dass das auf jeden Fall mit der Zahl zu tun hat. Mit den Büchern kann das nichts zu tun haben, oder? Oh, Moment. Ach du Schande. Oh. Oh mein Gott. Es könnte eine 4 sein. Aber in welcher Reihenfolge? Das ist jetzt natürlich noch die Frage. Es könnte eine 4 sein und dann diese 480. 900. Und 1000 könnten das sein. 4891 vielleicht dann. Das ist jetzt natürlich die Frage, in welcher Reihenfolge. Also, ich würde jetzt sagen, es beginnt mit der 4. Das wäre dann die 8. Beginnen wir mit der größten oder mit der kleinsten Zahl? Das ist jetzt die Frage. Also wir können es von beiden Seiten mal probieren. Och, jetzt mach schon. Wir fangen jetzt erstmal an mit 4, 8, 9, 1. Okay, das ist es nicht. Dann fangen wir von hinten an mit 1, 9, 8, 4. Oh. Okay. 1984. Dann war das also ein Jahr. Also ihr habt gesehen, was ich da gemacht habe, nehme ich mal an. Ne? Das waren ja diese Runenzeichen, die habe ich dann gesucht. Is end. Your escape to the End. Your escape. Your end to escape. Was soll denn da reinkommen, Mann? Also hier oben könnte, Moment, hier oben könnte auch The End is near stehen. Oder your irgendwas to escape is. Heißt das vielleicht your. Aber Yuki oder? Also zwei Sachen müssen wir auf jeden Fall dann noch finden. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Das da hinten ist offen. Das, genau, das hier vorne haben wir immer noch nicht gelöst. Ich denke mal, dass das irgendwas mit diesem Schiebeding unten zu tun hat. Die Frage ist nur, was hat das damit zu tun? Ach, muss ich gedrückt halten, Mann.
Problem ist halt, ja, man weiß auch nicht, ob das nicht vielleicht komplett auf dem Kopf steht, ne? Ich denke mal, dass wir nur eins davon nehmen sollen. Power of Artifacts, also im Text steht anscheinend nichts. Azura. Azura ist aber nicht das Wort, das sind fünf Buchstaben, ne? Achso, da geht er automatisch dahin, okay. Azura. Azura. Nee, ist ein Buchstabe. Zu viel. Ich muss ja dann auch immer daran denken, das ist auf Englisch, ne? Das sind da alles englische Wörter. Die haben auch absolut keinen Unterschied, ne? Zwei, drei, fünf. Hat das vielleicht irgendwas, irgendeine Bedeutung? Ich schreibe es mal auf. 2, 3, 5. 2, 3, 5. Ich glaube zwar nicht, dass das ein Code ist, weil normalerweise sind die Codes ja vierstellig. Aber ja. Müssen wir davon vielleicht. Das kann man auch nicht mitnehmen, ne? Das heißt, wir können das Teil tatsächlich nur hier benutzen. Aber wofür? Wofür und wie und überhaupt? Das ist die große Frage. Azura. Power. Your other left. Und was hatte ich hier noch mal für einen Zettel gefunden? Das war einer, den wir schon benutzt hatten, glaube ich, ne? In den Büchern ist nichts. Ich könnte die noch mal benutzen, aber und was ist das hier mit dem Buchstaben fehlen? Abs der. Nee. Ah, hat das denn irgendwas damit zu tun? Naja, aber da finde ich jetzt auch keine Wörter. Der Zettel ist so auffällig hier unten. Ich würde mal gerne wissen, was eigentlich mit dem anderen Zettel hier passiert. Haben wir den hier drunter liegen? Nee. Nicht, dass ich da irgendwas übersehen habe. Oder war das hier der zweite Zettel? War das. Nee, das war der bei den Dings raus. Ach, Moment, bei dem hier wussten wir noch nicht. Genau, das war, glaube ich, der hier zu finden war. Dann muss der doch irgendwas hier mit. Moment, 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 Moment.
Da sind auch Punkte drin, aber die Punkte sind in der Mitte. Das ist das Symbol von hier oben. Kann ich das vielleicht abschrauben oder so? Wo habe ich denn? Ich finde hier gar nichts mehr wieder. Okay, das geht so anscheinend nicht. Vielleicht muss ich auch erstmal das Ding holen. Das glaube ich zwar nicht, aber einfach mal ausprobieren. So. Hä? Ach so, das war zum Ablegen. Okay, das geht auch nicht. Ich denke mal, das ist auch einfach nur so ein Symbol dazu. Ich stelle es mal nach unten, weil hier oben ist gerade irgendwie ein bisschen. Ich schätze, das ist einfach so ein Symbol, dass das dazugehört. Die Frage ist halt nur, wir haben Punkt, Punkt. Punkt rechts, Punkt unten, Punkt links. Also es sind drei Buchstaben, vier Buchstaben, vier Buchstaben. So viel ist schon mal klar. Was ich überhaupt nicht verstehe, ist dann nochmal unten das mit diesen Symbolen, die halt so diagonal, also diese Striche, die diagonal gezeichnet sind. Das ist ein. Moment, das ist ein Kreis in der Mitte. Bedeutet das, dass das E ist? Und der ist eigentlich ein Kreis, ist aber nach links offen. Also ich lese da mal Rot raus. Weil mein Gehirn versucht da jetzt natürlich irgendwelche Buchstaben draus zu machen. Dann gibt es mit dem Strich nach links. Das kann nichts damit zu tun haben, oder? Nee, da kam auch nur irgendwelche Dings raus. Also das wäre dann die 10 laut dem hier, aber das bringt uns natürlich jetzt nichts. Bin ich jetzt ganz ehrlich? Also da komme ich jetzt überhaupt nicht. Also in jedem Rätsel hätte ich gedacht, na, es muss ja irgendwo eine Lösung geben. Aber wenn das hier, und davon gehe ich aus, weil das ja das gleiche Symbol hier hinten drauf hat, wenn das damit übersetzt werden muss, dann habe ich absolut keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Bin ich jetzt ganz ehrlich? Gab es hier nicht irgendwo Heinz? Use the paper with the same. Ha, ha, ha. Ja, machen wir ja schon. To translate a letter, look at the paper, find the letter and look at the lines and dots close to it. Ja, es war ja eigentlich auch mein Gedanke. Das heißt, ein Viereck. Mit einem Punkt, wenn ich das so richtig verstehe, ist ein E. Das heißt, dass das Offene mit einem Punkt müsste ein D sein. Ach so. Dann heißt das Red. Dann ist das ein offener Strich. Moment, dann heißt das Red. Und dann offener Strich ohne Punkt
ist dann P, theoretisch. Da müsste das eigentlich ein L sein. Ah, verstehe. Und dann ist das ein U plus Red plus B L. Also ihr wisst, was ich meine. Das L steht in einem Kästchen, wo das Kästchen nur nach oben und nach rechts geht. Und unten diese Diagonalen, dann ist das nächste ein U. Dann müsste das Blue heißen, oder? Dann haben wir wieder ein Viereck, genau. Red plus Blue. Rot plus Blau. Wenn ich jetzt davon ausgehe, dass ich hier wahrscheinlich die Lösung reinschreiben muss, müsste ich also die Farben Rot plus Blau mischen, oder? Ist doch richtig. Dann würde theoretisch ja lila rauskommen. Aber ob das richtig ist? Ich habe hier so auf dem Schlauch gestanden. Der erste Tipp, der war mir schon klar, ne? Das hatte ich ja schon alles erklärt. Och nein, ernsthaft. Och Mann, ich hätte das Spiel so gerne ohne Tipps gemacht. Vielleicht gibt das ja sogar eine Errungenschaft. Key end is near. Your key to escape is. Ach Mann. Ich hab's echt nicht gecheckt, dass das. Ach. Oh. Melon. Melon. Aber was hat das hier mit auf sich? Das wäre jetzt ein neuer Abschnitt, wo ich natürlich gerne durchgehen würde. Aber ich habe das Gefühl, das ist ja so ein Secret, glaube ich, ne? Immer wenn die hier diesen Schlitz drin haben. Aber wo kriege ich dann diese Packung, also ein Paket oder was das sein soll? Wo kriege ich das her? Wir haben doch jetzt hier tatsächlich alle Rätsel gelöst, oder nicht? Das ist offen, das ist offen. Das haben wir gemacht, die Uhr haben wir gemacht, das rechts haben wir gemacht, hierfür. Haben wir unten irgendwas vergessen? Ist hier irgendwas versteckt oder so? Oh, Alter, wo bin ich denn jetzt? Wir haben jetzt nicht so ein Päckchen oder so dabei gehabt, ne? Das war das mit den Uhrzeiten. Das haben wir geöffnet. Das haben wir geöffnet. Ja, und hier kommen wir ja nicht mehr raus. Das wurmt mich jetzt, ne? Das wurmt mich jetzt unheimlich, dass ich da jetzt durchgehen muss. Wahrscheinlich nie wieder die Chance kriegen werde. Da haben wir doch auch alles gemacht. Wahrscheinlich nie wieder die Chance kriegen werde, irgendwas zu finden. Oder hat das tatsächlich hiermit zu tun? Die Frage ist dann nur. Achso, das kann ich schließen. Die Frage ist dann nur, was hat das damit zu tun? Weil sonst sehe ich hier überhaupt nichts mehr.
Also ist auch wieder close. Wir haben das mit den Schablonen noch nicht gemacht, ne? Hat das irgendwas damit zu tun? Kerzen können wir auch nicht aufheben. Ich habe irgendwie das Gefühl, das hat irgendwas mit diesem komischen Code hier zu tun. Ich kann halt einfach überhaupt nicht. Moment, das sind 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 37. Das hilft mir aber auch nicht weiter. Also entweder hätte der Code uns weitergebracht, wo ich mich nur auf den Text konzentriert hatte. Wir müssen doch irgendwo. Noch so ein Päckchen oder sowas finden. Oder was kann man da rein tun? Die Kamera ist mich am Suchen. Haha. Kann ich da Bücher rein tun oder so? Ist hier noch irgendwas? Vielleicht versteckt? Vielleicht was, was ich mit dem Hammer noch lösen, also mit dem Ding noch lösen kann oder so. Das sieht mir auch so aus, als ob ich da drauf drücken kann, aber das kann ich auch nicht. Ich verstehe es nicht. Hätte ich das Paket von Anfang an mitnehmen sollen? Also nicht wegwerfen sollen? Es wäre logisch gewesen, weil ich, ne, ich bin ja eigentlich. Ich wette mit euch, ich hätte das Paket von Anfang an mitnehmen sollen. Ah, 100%, also fast, würde ich fast sagen, hundertprozentig. Das nervt mich jetzt. Das nervt mich jetzt wirklich. Also, falls ihr das Spiel schon mal gespielt habt oder da was Genaueres drüber wisst, schreibt es mir bitte in die Kommentare, was das hier mit auf sich hat, weil, ja, das, wie gesagt, das nervt mich jetzt richtig. Ich gehe davon aus, ich hätte das Paket mitnehmen müssen, aber ich wusste ja, dass das so ein Escape Room Spiel ist. Deswegen habe ich das Paket natürlich draußen liegen gelassen. Das war jetzt bestimmt richtig doof von mir. War bestimmt genau das Falsche. Ja, das will er natürlich nicht haben. Ich habe gedacht, ich könnte das Ding vielleicht austricksen, aber ja, müssen wir leider ins nächste. Escape the Library Level. Sehr schön. Wir sind wieder am Eingang. Kommen wir denn jetzt raus? Wir kommen raus. Kann ich mein Paket vielleicht nehmen und da noch reintun? Nein! Och, Mann! Ich hätte jetzt gerne mein Paket dabei gehabt. Das ist doch. Och, Mann. Schade. Ja, you've escaped Mistwood Mansion. Schade, schade. Also, es ist cool, dass wir das geschafft haben. Aber schade, schade, dass ich jetzt nicht noch mal reinlaufen konnte. Ich habe aber irgendwo auch mal was gehört oder gelesen, ich weiß es nicht mehr, in Bezug auf dieses Spiel. Es soll wohl entweder mehrere Enden geben oder noch irgendwas Geheimes geben am Ende. Also irgendwas, was außerhalb von dem normalen Spiel quasi noch ist.
Ganz ehrlich, das würde ich jetzt auch gerne noch herausfinden, was das jetzt genau ist. Sollte ich das noch herausfinden, hoffe ich, dass ich das noch hinten dranhängen kann. Ich befürchte allerdings, dass ich dafür wahrscheinlich das ganze Spiel nochmal komplett neu machen muss. Weil wir haben jetzt natürlich das letzte Geheimnis nicht gefunden. Wir haben alle Geheimnisse gefunden, aber nicht das letzte. Ich werde auf jeden Fall meine Codes erstmal hier aufbewahren. Das sind unheimlich viele Codes, sehe ich hier gerade. Und ich habe dummerweise kleine Zettel benutzt. Also so DIN A, was ist das? DIN A5 nicht? Das ist noch kleiner. Und ja, ich bin jetzt so ein bisschen zwiegespalten, bin ich ganz ehrlich. Auf der einen Seite finde ich es natürlich mega cool, dass wir das geschafft haben. Und es war wirklich sehr, sehr spannend. Es war zum Haare raufen stellenweise. Aber es waren auch sehr, sehr coole Rätsel dabei. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde es jetzt echt schade. Ich finde es auch echt schade, dass es keinen Hinweis gab, so nach dem Motto, liefere dein Paket aus oder sowas. Das hätte ja vielleicht schon gereicht, um mir dann so ein bisschen anzudeuten, hier, nimm das Paket mit, weil ich vermute ganz stark, dass dieses Paket, was wir hier draußen am Anfang hatten, was ich dann weggeworfen habe, weil, ne, es ist halt ein Escape Room Spiel, warum soll ich jetzt das Paket die ganze Zeit mit mir mitschleppen? Da bin ich ganz fest von überzeugt, dass das das Paket ist, was man am Ende dann reinlegen muss. Und ehrlich gesagt bin ich da ein bisschen, ja, sauer ist das falsche Wort, aber auch sehr traurig drüber, dass das nirgendwo angedeutet wird. Weil man wurde ja wirklich ins Spiel reingeworfen, es kam kein Text oder so, so nach dem Motto, liefere das Paket aus, keine Ahnung. Ja, ist jetzt halt so. Ich glaube, da packt mich dann aber auch der Ehrgeiz, dass ich tatsächlich das Spiel nochmal durchspiele, um dann wirklich alles freizuschalten. Dazu muss ich dann allerdings sagen, ich schaue dann mal, je nachdem, wann die Folge hier rauskommt, ob ich dann noch am Ende was anderes finde. Wenn ich nichts anderes finde, dann könnt ihr davon ausgehen, dass da nichts anderes mehr ist. Ansonsten würde ich das quasi jetzt noch mal hinten dran hängen. Ja, und es ist tatsächlich so, es gab noch ein Secret Level. Allerdings hatte ich einige Schwierigkeiten, das zu erreichen. Warum genau und ob ich es denn wirklich geschafft habe, das seht ihr dann doch in der nächsten Folge. Deswegen erstmal bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.